Sehr geehrte Damen und Herren, liebe UUTV-Zuschauer, ich stehe hier in der großartigen Maya-Stadt Chichen Itza und natürlich gibt es keine UFOs. Das war ja zu erwarten. Alles friedlich hier, ein paar Touristen, aber das ist schon alles. Ich werde mich jetzt auf den Weg nach Uxmal machen, aber dort wird es sicherlich ebenso wenig UFOs geben wie hier. Liebe Zuschauer, nun bin ich seit Tagen in Mexiko unterwegs, aber ich habe, und das war mir eigentlich klar, noch kein einziges UFO gesehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Herr von Jolnigen Wahnvorstellungen hat. Ich werde zu Hause dafür sorgen, dass er in eine geschlossene Anstalt eingeliefert wird. Oh, schauen Sie mal, wir fahren am Karibischen Meer entlang. Ist das nicht wunderschön? Und bald sind wir in Uxmal. Ach, der Reporter von UUTV. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich auch in Mexiko aufhalten. Dann wissen Sie ja jetzt, dass ich recht hatte mit den UFOs. Herr von Jolnigen, ich bin seit Tagen in Mexiko unterwegs und habe noch kein einziges UFO gesehen. Wie kommen Sie nur darauf, recht gehabt zu haben? Das sind doch alles nur Hirngespinste. Ein Glück, dass die Redaktion von UUTV die Unkosten für diese nutzlose Reise übernimmt. Also das gibt es doch nicht. Wie kann man als Reporter nur so blind sein? Sind Sie sicher, dass Sie den richtigen Beruf haben? Mehrmals täglich fliegen hier UFOs rum. Die müssen Sie doch gesehen haben. Jetzt hören Sie endlich auf mit Ihren Schauergeschichten. Ein Gespräch mit Ihnen und Ihren Fantastereien ist mir jetzt wirklich zu blöd. Zu Hause wartet eine große Reise nach Indien auf mich. Ich werde diverse Wissenschaftler begleiten, die den magischen Knuffel aufspüren wollen. So blind wie Sie sind, werden Sie gar nichts aufspüren. Sie sehen ja nicht einmal die vielen UFOs, die hier permanent herumfliegen. Ich denke, die Außerirdischen stehen kurz vor ihrer Übernahme. Yucatan ist nämlich ihr Stützpunkt auf der Erde. Jetzt reicht es, Herr von Jolnigen. Ich will kein einziges Wort mehr darüber hören. In meinem Beruf habe ich es schon öfters mit Spinnern zu tun gehabt. Aber Sie schlagen dem Fass den Boden aus. Vielleicht sollten Sie sich mal ärztlich untersuchen lassen. Sie gehören ja in die Klapse. Als Reporter sind Sie absolut untauglich. Blind wie ein Maulwurf, arrogant und uneinsichtig. Ach, glauben Sie doch, was Sie wollen.